Die Kaaba in Mekka, das Zentrum des Glaubens der Muslime. Abraham soll den Würfel für den einen Gott errichtet haben. 1,5 Milliarden Menschen in aller Welt beten zu Allah und folgen den Weisungen seines Gesandten Muhammad. Im Koran sind die Offenbarungen verzeichnet, die Muhammad vermittelt über den Erzengel Gabriel erhalten haben soll. Islam heißt Hingabe. Hingabe an den einen Gott. Bei allen Unterschieden in Sitten und Gebräuchen haben die Muslime in aller Welt eine gemeinsame Grundlage ihres Glaubens. Egal, ob in Saudi-Arabien, in Indonesien, in der Türkei oder in Deutschland. Auf 5 Säulen ruht der Glaube der Muslime. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Das bedeutet übersetzt, es gibt keinen Gott außer dem einen Gott. Und Mohammed ist sein Gesandter und ein Diener. Das Glaubensbekenntnis sprechen Muslime meist auf Arabisch, erst in zweiter Linie in der Landessprache. Sie bekennen sich zu dem einen Gott und sie bekennen, dass sich Gott durch Mohammed offenbart hat. Auf dem Weg in die Moschee der Islamischen Gemeinschaft in Stuttgart, Selma Omerovic und Maid Jakubovic. Sie stammen aus Bosnien. Das Glaubensbekenntnis gehört für sie zum Alltag. Im Gebet oder wenn mich auch etwas freut, dann sage ich das in mir so, es gibt keinen Gott außer Gott. Wenn ich die Straße entlang laufe und mir dann denke, warum hat Gott die Welt so erschaffen, wie er es gemacht hat? Und dann wird mir bewusst, dass er ja derjenige ist, der alles erschaffen hat. Oder wenn irgendwas in der Schule zum Beispiel gut läuft oder auch wenn ich im Unterricht sitze, fällt mir Gott ein und dann sage ich ständig irgendwie, man bedankt sich dafür, man ist auch mit der Umgebung zufrieden, mit den Menschen und es stärkt einen noch mehr, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Wenn man auch arme Menschen sieht oder auch irgendwie Reiche, dann geht man immer so zurück in sich selbst hinein und denkt nur an Gott. Und das ist ja das Gottvertrauen und das an Gott glauben. Und da, genau das ist ja das Glaubensbekenntnis. An Gott, an Allah zu glauben, ist hier eine Selbstverständlichkeit. Gott, Allah, ist der alleinige Schöpfer und Lenker der Welt. Nach dem Koran haben auch Juden und Christen einen Ein-Gott-Glauben. Nach Auffassung vieler Muslime ist aber nur der Islam tatsächlich eine monotheistische Religion. Das Glaubensbekenntnis prägt das Leben eines jeden Muslim und einer jeden Muslima. Sie hören es jeden Tag, am Ende des Lebens und? Zunächst bei der Geburt. Jedem Kind wird das Glaubensbekenntnis als erstes ins Ohr geflüstert. Es wird im Gebet ausgesprochen. Man beginnt das Gebet mit den Worten Gott ist der Größte, was ja auch ein Glaubensbekenntnis ist. Mitten im Gebet wird es ausgesprochen zum Schluss. Wenn man sich über etwas freut, einfach wenn man über etwas glücklich ist und es ausdrücken möchte mit Worten. Der Islam ist eine Religion des Buches, eine Religion der Schrift, so wie das Judentum und das Christentum. Im Koran sind die Offenbarungen Gottes verzeichnet, die Mohammed empfangen haben soll. Offenbarungen an Propheten gab es auch schon vor Mohammed. Zu ihnen zählen im Islam auch Abraham und Jesus. Juden glauben an einen Gott. Christen bekennen sich zum dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nach Auffassung vieler Muslime wurde der Glaube an den einen Gott verfälscht. Die meisten Christen, ich habe auch neulich in der Klasse mit denen gesprochen, die meisten Christen sind in Wirklichkeit Moslems. In dem Sinne gemeint, dass sie auch an Gott glauben. Ich habe sie auch zum Beispiel gefragt, glaubst du denn an Gott? Ja, glaube ich. Habe ich sie gefragt, glaubst du auch an Jesus? Ja, glaube ich. Und ich so, glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dann sagen viele nein. Sie sagen genau dasselbe wie die Moslems auch, dass Gott keinen Sohn hat. Und indirekt sind sie eigentlich auch schon Moslems. Da fehlt nur noch das Bekenntnis, dass Mohammed, Friede sei mit ihm, der letzte Gesandte war. Islamforscher meinen, anfangs bestand das Glaubensbekenntnis nur aus dem ersten Satz. Es gibt keinen Gott außer Gott.
Als sich schon zu Muhammads Zeiten im 7. Jahrhundert auch Juden und Christen der neuen Bewegung anschlossen, kam der zweite Satz hinzu. Und Muhammad ist sein Prophet. Eine Unterscheidung zu den anderen monotheistischen Religionen. Doch das ist Wissenschaft von Religion. Glaube wird im Alltag gelebt. Dazu gehört das Sich-Vorsagen des Glaubensbekenntnisses in einem wiederkehrenden Rhythmus. So beim Abzählen der Gebetskette oder beim Einschlafen. Der Koran ist für Muslime das Wort Gottes, die wichtigste Autorität im Leben. Daneben steht das vorbildliche Leben des Propheten Muhammad. Richtung Mekka ist jede Moschee ausgerichtet. Richtung Mekka beten Muslime, egal wo sie sich gerade befinden. Zum Gebet gehört das Glaubensbekenntnis. In jedem Gebet wird es mehrfach gehört oder innerlich mitgesprochen. Der Klang dieser Worte prägt das Leben vom Anfang bis zu seinem Ende. Man wünscht sich ja, mit diesen Worten zu sterben, an den Lippen, mit dem Glaubensbekenntnis. Es ist der Wunsch eines jeden, mit den Worten auch, sich von der Welt zu verabschieden, genauso wie man damit an dieser Welt begrüßt wird. Für Muslime ist klar, es gibt ein Leben nach dem Tod. Dann geht man auf eine andere Welt, auf eine andere Reise, in die Welt nach diesem physischen Leben, in das Leben danach. Allahu Akbar. Gott ist groß, ruft der Muezzin. Die Gläubigen beugen sich vor seiner Allmacht und Barmherzigkeit. Und sie folgen dem Propheten Muhammad. Das Glaubensbekenntnis. Eine der fünf Säulen des Islam. Im Koran heißt es: Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Vor der Moschee des Bilal-Vereins in Heilbronn. Abd al-Malik Hibawi, Imam aus Marokko, gemeinsam mit einem Gemeindemitglied auf dem Weg zum Freitagsgebet. Der Freitag ist für Muslime, außer zur Zeit des Mittagsgebetes, ein gewöhnlicher Arbeitstag. Anders als der Samstag oder Sonntag für Juden oder Christen. Das Freitagsgebet soll gemeinsam in einer Moschee vollzogen werden. Zunächst die rituelle Waschung. Dabei geht es nicht nur um äußere Sauberkeit, sondern auch um eine innere Reinigung von Körper und Geist. Als unrein gelten Urin, Kot oder Blut, aber auch Geschlechtsverkehr oder die Menstruation der Frau. Wenn keine Waschung des ganzen Körpers möglich ist, werden einzelne Körperteile gereinigt, in einem festgelegten Ablauf. Auch der Boden, auf dem gebetet wird, muss rein sein. Deshalb das Ausziehen der Schuhe. Muslime sind verpflichtet, täglich 5-mal zu beten. Je nachdem, wie man Zeit oder wie fromm ist oder wie man Bedürfnisse auch hat, das unterscheidet sich von einem Mensch zu dem anderen. Aber die 5 Gebet, das ist Pflicht für alle Muslime, Frauen wie Männer, Alter wie Jugendlichen. Abd al-Malik Hibawi vor der Predigt. Er legt großen Wert auf Offenheit. Er ist im Gespräch mit Muslimen und Christen. Als Islamwissenschaftler befasst sich Hibawi mit dem Verständnis des Islam in Deutschland. Jeder Mensch sei verpflichtet, 5-mal am Tag zu beten. Am Tag der Auferstehung wurde er geprüft, warum hat er das Gebet nicht gemacht, und da muss er selbst antworten. Und bei uns in der muslimischen Tradition, es gibt keinen Grund, dass man das Gebet vernachlässigen. Egal wie man auch krank ist oder auf der Reise, es gibt verschiedene Arten von Gebet. Reisende dürfen Gebete verkürzen oder 2 zusammenlegen. Gebrechliche dürfen auf einem Stuhl sitzen, Schwerkranke dürfen liegen und brauchen die vorgeschriebenen Bewegungen nur anzudeuten. Der Muezzin ruft die Gläubigen, bevor der Imam predigt und danach das eigentliche Freitagsgebet stattfindet. Gebetet wird am Morgen, am Mittag, am Nachmittag, am Abend, zur Nacht. Wer ein Gebet versäumt hat, darf es nachholen. Worauf es ankommt, ist die innere Haltung des Gläubigen. Der Wille, sich im Gebet Gott hinzugeben, die Nähe Gottes zu suchen. Zum Gebet wendet sich der Gläubige nach Mekka. Das Gebet besteht aus einer genau festgelegten Abfolge von Körperbewegungen. Dabei spricht oder denkt er die erste Sure und einen weiteren Text aus dem Koran. Und mehrfach Allahu Akbar, Gott ist groß. Dazu Rumpfbeugen, Knien, 2-maliges Berühren des Bodens mit der Stirn. Zum Schluss wendet sich der Betende nach rechts und links und sagt, Friede sei mit euch.
Die Anzahl solcher Gebetseinheiten wechselt vom Morgen bis zum Abend. Das Gebet ist Pflicht, die Regeln sind klar. Sie sollen Halt geben im Leben des Glaubenden. Ich glaube, wie der Körper Nahrung braucht, Futter, Essen und Trinken, damit er immer lebendig bleibt, so genau die Seele. Ohne das Gebet, die Seele wird etwas leer. Und das merkt man auch, dass die viele Leute, die keine Religion haben, die nicht auch beten, die haben das Gefühl, dass sie etwas leer fühlen, sich fühlen. Verrichtet das Gebet Tag und Nacht und denkt an Gott Tag und Nacht und nähert euch Gott, so wie es euch möglich ist. Imam Hibawi bei der Predigt, zunächst auf Arabisch, dann auf Deutsch. Im Koran steht, wahrlich das Gebet zu bestimmten Zeiten ist für die Gläubigen eine Pflicht. Und deswegen sollen wir, liebe Brüder und Schwestern, sehr gut konzentrieren auf unser Gebet und versuchen wir, wie möglich ist, das Gebet gemeinsam in der Moschee zu verrichten. Viele Muslime beten zu Hause oder am Arbeitsplatz. Das gemeinsame Gebet in der Moschee soll Glauben und Zusammenhalt stärken. Aber nur beim Freitagsgebet sind die Moscheen so gut gefüllt. Experten, auch muslimische, gehen davon aus, dass in Deutschland weniger als 10% der Muslime tatsächlich täglich 5-mal beten. Neben den Pflichtgebeten gibt es im Islam weitere Formen. Jeder Gläubige kann sich mit persönlichen Bitten an Allah wenden. Das Mindeste aber, was er tun soll, sind die 5 Gebete vom Morgen bis zur Nacht. Das Gebet, eine der 5 Säulen des Islam. Im Koran heißt es: Ja, ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. O, die ihr glaubt, spendet von dem, mit dem wir euch versorgt haben. Die Moschee des Islamischen Zentrums in Stuttgart-Bad Cannstatt. Auf dem Weg zum Gebet Munirs Weiß. Spenden, seine Möglichkeiten teilen, das gehört zum Glauben und zum Leben eines jeden Muslim. Ganz besonders herausgehoben ist eine Abgabe, die einmal jährlich zu zahlen ist. Zakat, meist übersetzt als die Armensteuer. Sie wird streng unterschieden von Steuern an den Staat oder von Spenden zu sonstigen wohltätigen Zwecken. Munirs Weiß meint, das Befolgen einer jeden Regel im Islam sei Gottesdienst. So ist auch das Zahlen der Zakat zunächst einmal Gottesdienst und Dienst an der Gemeinschaft sowie am Mitmenschen. Es geht um einen Ausgleich zwischen Arm und Reich. Es geht darum, dass der Reiche nicht skrupellos abwirtschaftet, der Arme immer armer wird. Umgekehrt aber dann auch wiederum nicht dem Reichen alles weggenommen wird, dass er dann genauso arm ist wie alle anderen auch. Das geht, man versucht also damit eine Art von sozialer Gerechtigkeit herzustellen. Und unter anderem dann aber auch wirklich den Armen eben aus der schlimmsten Not auch zu helfen. Munirs Weiß ist als Unternehmensberater in kleinen und großen Firmen tätig. Der Sohn einer deutschen Mutter und eines palästinensischen Vaters kennt sich aus mit Zahlen und Statistiken, mit Geld und Gold. Bei der Berechnung der Zakat bleibt zunächst ein Minimum frei, derzeit knapp 1.400 Euro. Was darüber hinausgeht und nicht in Gebrauch ist, wird besteuert. Einfaches Beispiel ist Bargeld. Wenn man 1.000 Euro ein Jahr lang gespart hatte und dies ein Jahr lang nicht verwendet hat und nicht gebraucht hat, das Geld, dann müsste man von diesen 1.000 Euro 2,5% als Zakat entrichten. In manchen islamischen Ländern gibt es auch heute noch Menschen, die ihre Zakat direkt von den Früchten der eigenen Felder abführen. Auch für diese Fälle gibt es Regeln. Ein simples Beispiel wäre, man hat einen Garten, in dem man Äpfel anbaut. Und dieser Garten, den muss man so gut wie nicht pflegen. Also da regnet es regelmäßig und sprich, man hat eigentlich nur den Aufwand, die Früchte einzusammeln. Da müsste man dann praktisch 10% von dem Ertrag
abgeben nach Abzug der Aufwandskosten, die man hatte, um den Ertrag zu erreichen. 2,5% oder 10%. Es gibt die unterschiedlichsten Steuersätze. Genaueres wissen Experten oder der Zakat-Rechner im Internet. Als mögliche Empfänger nennt der Koran unter anderem Arme und Bedürftige, Reisende, Schuldner oder Sklaven, die freigekauft werden sollen. Normalerweise wird das Geld an Bedürftige vor Ort abgegeben. Im reichen Deutschland geht die Zakat aber meist ins Ausland. Wobei, wenn man heutzutage sieht, wie es jetzt wieder mit der Arbeitslosigkeit und Ähnliches, dass die Not halt jetzt doch wieder stärker auftritt, dass ich denke mal, zukünftig wird es sicherlich auch in Deutschland wieder Möglichkeiten geben, die Zakat hier in Deutschland zu verwenden. Eine Sammelbüchse, fast schon eine Schatztruhe. Auch so etwas findet sich wohl in jeder Moschee. Die Spenden, die hier eingehen, zählen aber nicht zur Zakat. Die sind zwar auch Gottesdienste in dem Sinn, dass man sagt, man will Allahs Wohlgefallen bekommen. Es ist auch jeder Muslim angehalten, dieses zu tun. Man könnte eigentlich dann sogar sagen, dass Zakat das Mindeste ist, was man geben muss. Man wird allerdings im Koran auch sehr oft eben darauf hingewiesen, eben auch mehr zu geben. Wohltätigkeit findet Wohlgefallen bei Gott. Davon sind Muslime überzeugt. Und das Entrichten der Armensteuer, der Zakat, gehört zu den Pflichten eines jeden Muslim. Wie viel tatsächlich gezahlt wird, darüber gibt es keine verlässlichen Zahlen. Aber wer sich an das Gebot hält, dem winkt ein reicher Lohn. Im Koran sind die Verse, die in Verbindung mit dem Thema Spenden genannt werden, die sind auch immer relativ auch präzise in Bezug auf den Lohn davon oder wie wichtig es auch ist, dass man spendet. Und dass es letztendlich etwas ist, das der Mensch auch für sein Nachleben oder für das jenseitige Leben anlegt. Islam bedeutet Hingabe an Gott, im Gebet und im Befolgen seiner Gesetze. Zum Beispiel durch das Entrichten der Zakat, die Armensteuer, eine der 5 Säulen des Islam. Im Koran heißt es: Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Das Fasten ist euch vorgeschrieben, genauso wie es denjenigen, die vor euch lebten, vorgeschrieben worden ist. Ramadan, 30 Tage Fasten, tagsüber. Am Abend gibt es Speis und Trank, reichlich. Allah, für dein Wohlgefallen haben wir gefastet und für dein Wohlgefallen brechen wir unseren Fasten. Amen. Guten Appetit. Wir sind zu Gast bei Familie Karakum in Stuttgart. Der Fastenmonat Ramadan ist eine Zeit der Gemeinschaft. Familie, Freunde oder Kollegen sind zu Besuch. Oder man besucht seinerseits die Familie, Freunde, Kollegen. Doch am Tag gilt die strenge Regel des Propheten. Der Glaube sagt, dass man fasten soll. Und der Prophet hat auch vorgemacht, wie man fastet. Man macht halt. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang soll man nichts essen, nichts trinken, nichts runterschlucken, sage ich mal, gar nichts. Man isst nicht und man trinkt nicht, auch wenn Arbeitskollegen natürlich Kaffee trinken ab und zu mal oder was trinken. Da sieht man, da denkt man, aha, ich faste, ich bin im Gebet. Während des Ramadan versuchen Muslime ganz bewusst, als Muslime zu leben. Gäste, auch nicht-muslimische Gäste, werden dabei freundlich bewirtet. Doch ab Sonnenaufgang, wenn, wie es heißt, ein weißer Faden von einem schwarzen unterschieden werden kann, gilt das Fastengebot. Verboten sind Essen, Trinken, Rauchen, sexuelle Betätigung. Erst nach Sonnenuntergang ist diese Regel aufgehoben. Schon am Nachmittag beginnen die Vorbereitungen für den Abend. Doch auch beim Kochen gilt das Fastengebot. Kann man kochen, ohne zu probieren? Ja, ich denke schon. Wenn man das so im Gefühl hat, wenn man schon länger kocht, dann geht das schon. Heute gibt es eine Linsensuppe, Erbsen, dann gibt es gefüllte Auberginen. Ich denke, es gibt schon eine Menge. Tagsüber nichts essen, nichts trinken. Kinder, Kranke, stillende Mütter müssen nicht fasten. Erwachsene aber, die die Regel einhalten, berichten, dass sie nach einigen Tagen ganz neue Erfahrungen machen. Man fühlt sich freier und sehr konzentriert. Man fühlt sich immer im Gebet,
Und dass man dann auch so nichts Schlechtes machen will. Man hat das Gefühl, dass man immer was Gutes machen will, dann, wenn man fastet, weil man sich immer im Gebet fühlt. Abends, nach dem gemeinsamen Abendessen, geht es häufig in die Moschee. Doch heute Morgen beginnt ein ganz besonderer Tag. Vater und Sohn auf dem Weg nach Sindelfingen. Ramadan ist zu Ende. Also 30 Tage haben wir gefastet und zum Schluss wird dann gefeiert. Das ist heute halt. Vater Saleh Karakum hat sich freigenommen. Sein Sohn muss nicht zur Schule. 3 Tage dauert das Fest des Fastenbrechens. In türkischer Tradition das Zuckerfest. In Deutschland, während des Monats Ramadan, soll Muhammad zum ersten Mal eine Offenbarung erhalten haben. Deshalb die besondere Stellung des Monats im Jahresverlauf der Muslime. Wer während des Ramadan eine Pflicht erfüllt oder etwas Gutes getan hat, wird dafür 70 Mal mehr belohnt als sonst. Das Fest des Fastenbrechens und das Opferfest sind die großen Feiertage im Islam. Die Kuppel der Moschee in Sindelfingen. Schriftzeichen und Ornamente schmücken den Raum. Nach dem Gebet grüßen die Besucher die Würdenträger, den Imam und den versammelten Vorstand des örtlichen Vereins. Für die Kinder hat der Tag eine ganz besondere Bedeutung. Gestern war der letzte Tag vom Ramadan. Heute ist Zuckerfest. Bei euch ist es ja Weihnachten, bei uns ist dann halt Zuckerfest. Wir kriegen da Geschenke und wir gehen halt in die Moschee und beten. Ja, und dann kommen halt Bekannte zum Besuch. Und der Besuch, hier Schwägerin und Schwager, bringt etwas mit. Natürlich Süßes. Deshalb Zuckerfest. Und es gibt Geschenke, gerne direkt aus der Brieftasche. Das Fest ist ein Familienfest. Kinder erweisen den Eltern die Ehre, Geschenke für die Kleinen und die Großen. Fasten im Ramadan ist überaus populär. Man macht immer etwas Gutes in dieser Welt, man hilft den armen Leuten, man fühlt sich erleichtert. Und man freut sich auch, wenn die anderen Leute sich freuen, wenn man hilft. Und im Jenseits ist man, Gott nahe. Ramadan. Das bedeutet nicht nur Fasten, sondern Leben in Gemeinschaft und Leben für Gott. Das Fasten, eine der 5 Säulen des Islam. Im Koran heißt es, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Und rufe unter den Menschen die Pilgerfahrt aus. So werden sie zu dir kommen, zu Fuß und auf vielen hageren Reittieren, die aus jedem tiefen Passweg daherkommen. Und sie kommen. Auch auf Reittieren, meist aber mit dem Flugzeug. 7-mal umrunden sie die Kaaba, einen innen leeren Würfel, der von Abraham und seinem Sohn Ismael errichtet worden sein soll. An einer Seite der schwarze Stein, vermutlich ein Meteorit. Bald 3 Millionen Pilger aus aller Welt kommen nach Mekka, wenn die Zeit der großen Pilgerfahrt anbricht. Mein Name ist Ayman Maciek. Ich bin gebürtiger Deutscher, komme aus einer syrisch-deutschen Ehe. Meine Mutter kommt aus Freiburg. Und ich nenne mich dann immer Deutscher mit syrisch-alemannischer Herkunft. Und wir sind in der Nähe des Propheten, alaihi salam. Wir begleiten eine Gruppe aus Deutschland. Zweiter von rechts, Ayman Maciek. Zunächst besuchen sie Medina, den 2. wichtigen Ort im Wirken des Propheten Muhammad. Die Pilger beten und sie erleben die heiligen Orte Medina und Mekka noch ohne die ganz großen Menschenmassen. Dann die Hadsch, die große Pilgerfahrt in Mekka und Umgebung. Sie dauert vom 7. bis 13. des Pilgermonats, dem letzten Monat des muslimischen Kalenders. Die Hajj, die Pilgerfahrt, das, was sich jeder Mensch, jeder Muslim wünscht, sehnlichst wünscht, dass er das mindestens einmal im Leben gemacht hat. Die Hajj ist das ganz Große, die ganz große Reise. Und die steht jetzt noch an. Wir und ich bin sehr aufgeregt. Ich bin bereit, oh Gott, ich bin bereit. Du hast keinen anderen Gott neben dir. Ich bin bereit. Die Pilger sind in den Weihezustand Ihram übergetreten.
Sie tragen einfache Tücher, die Frauen keine Schleier. Der 9. Tag des Pilgermonats. In der Ebene von Arafat besuchen die Gläubigen den Berg der Barmherzigkeit. Muhammad hielt hier seine Abschiedspredigt. Im Ausharren vor Gott erfahren sich die Gläubigen als Muslime, egal aus welchem Teil der Welt sie stammen. Islam heißt Hingabe. Hier, im Stehen vor Gott, unterwerfen sie sich seinem Willen. Gegen Abend geht es weiter, zu Fuß oder mit dem Auto im Stau. Viele werden erst spät in der Nacht zur Ruhe kommen. Vor dem Schlafengehen sammeln die Pilger kleine Steine, mit denen sie in den nächsten Tagen den Teufel steinigen werden. Und dann eine kurze Nacht unter freiem Himmel. Am nächsten Morgen wieder Stau. 3 Tage werden die Pilger in Mina bleiben. Sie leben in feuerfesten Zelten, die der deutsche Architekt Bodo Rasch entwickelt hat. Es gibt schon 60.000 davon. Die Hadsch ist eine große logistische Herausforderung. Die saudischen Herrscher, die sich Hüter der heiligen Stätten nennen, lassen Zeltstädte errichten, bauen Rampen und Straßen. 100.000 Soldaten sollen für Sicherheit sorgen. Dennoch kommt es im Gedränge immer wieder zu Unfällen mit Verletzten und Toten. Symbolisch wird der Teufel gesteinigt. Nach dem Stehen vor Gott am Berg der Barmherzigkeit der 2.